Ja, ich glaube, sehr zufrieden. Also ich meine, wenn man mit einem Sieg gegen eine Spitzenmannschaft aus Berlin nicht zufrieden ist und dann auch die Alltagsaufgabe mit der Bundesliga, ein schweres Auswärtsspiel in Potsdam, gegen die sich bis jetzt jede Mannschaft schwer getan hat, dies so souverän gemeistert zu haben. Damit können wir natürlich sehr, sehr happy sein. Haben viel gearbeitet gehabt nach der Länderspielpause, aber auch schon davor. Da war natürlich immer so ein bisschen das Problem, dass der ein oder andere immer krank gewesen ist und nicht da war. Und da haben wir jetzt versucht, gerade nochmal die Sachen umzusetzen, die wir angesprochen haben, die wir uns auch nochmal auf dem Video angeschaut haben, über die wir viel gesprochen haben, umzusetzen. Und das hat jetzt, glaube ich, in den ersten zwei Spielen sehr gut funktioniert. Das war ein Schritt in die richtige Richtung und da wollen wir jetzt weiter in die Richtung gehen. Ja, wie emotional es wird, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall wird es für mich ein ganz besonderes Spiel. Zurück in meine alten Heimat, meine alte Wirkungsstätte, wo ich die ersten Minuten in der Bundesliga spielen durfte. Und wie gesagt, natürlich was ganz Besonderes. Soweit ich weiß, volle Halle macht es immer sehr besonders in Göppingen. Immer schwierig dort zu spielen, wenn die Atmosphäre gut steht oder die Zuschauer die Mannschaft gut unterstützen. Gilt für uns, da dagegen zu halten. Und wie gesagt, ich treffe auch auf den einen oder anderen Freund, aber da muss die Freundschaft natürlich dann über 60 Minuten ruhen. Und danach kann man sich dann mit Sicherheit auch wieder in die Augen schauen und ein Bierchen zusammen trinken. Aber wie gesagt, das wird für uns auf jeden Fall eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, wo wir auf jeden Fall auf den Leistungen von den letzten Spielen aufbauen müssen. Noch einen Schritt weiter gehen müssen nach vorne und vor allem, dass wir da emotional auf derselben Höhe sind wie Göppingen, weil das wird natürlich auch extrem viel von der Mannschaft und vom Publikum auf uns zukommen. Also wie gesagt, wir dürfen uns auf jeden Fall von der Atmosphäre nicht zu sehr beeindrucken lassen. Müssen da selber von der Körpersprache her aggressiv dagegen gehen, weil das wird auf jeden Fall auf uns zukommen. Ansonsten, wie gesagt, harte, aggressive Abwehr. Das ist das, was wir brauchen, was uns stark macht, um selber ins Tempospiel zu kommen. Und dann ansonsten, wie gesagt, wir müssen ruhig bleiben, wir müssen cool bleiben, müssen uns klare Chancen erarbeiten. Und wenn wir die dann auch haben, dann müssen wir die natürlich gnadenlos zu Ende bringen.